Hallo Freunde des Microsoft Advertising Universums. Ich bin Oliver. Ich bin Elina. Genau, und heute zeigen wir euch das erste Video unserer Videoreihe mit der Erstellung des Microsoft Advertising Kontos. Wenn ihr hier oben direkt auf der Microsoft Advertising Seite seid, seht ihr direkt den Button jetzt registrieren. Da könnt ihr draufklicken und kommt direkt dann auch schon zur Anmeldemaske, wo ihr dann auch hier unter schon seht, dass ihr ein Konto erstellen könnt. Hier könnt ihr jetzt eine bestehende E-Mail-Adresse eingeben oder eine neue E-Mail-Adresse anfordern. Das könnt ihr ganz machen, wie ihr das möchtet. Wir fordern jetzt eine neue an. Das könnt ihr dann hier eingeben, einfach auf Weiterklicken und seid dann auch direkt schon bei der Passworteingabe. Könnt hier euren Namen eingeben, Geburtsdatum, Land, Region, sodass ihr hier natürlich auch direkt dann schon die ersten Daten hinterlegt, dass das Konto braucht, um dann auch euch zu verifizieren. Dann müsst ihr noch das schöne Capture hier ausfüllen. Das ist immer ganz individuell. Dann müsst ihr das hier einfach mal auf gerade setzen. Und das haben wir auch geschafft in einer sehr guten Zeit. Und können so das Konto weiter erstellen. Könnt ihr hier auf Ja klicken, dass ihr auch angemeldet bleibt. Sonst müsst ihr jedes Mal wieder dann hier diese Protection ausfüllen. Wir wählen hier, dann könnt ihr auswählen, also zwischen E-Mail-Adresse, eine Alternative oder eurer Handynummer. Wir wählen jetzt hier einfach mal eine Handynummer aus. Das geht immer am schnellsten. Ansonsten könnt ihr natürlich da auch eine E-Mail-Adresse, eine zweite hinterlegen, die ihr dann nutzen könnt. Und wir bekommen jetzt einen Code auf die Handynummer geschickt. Den geben wir hier ein, bestätigen das Ganze. Das Ganze müssen wir dann auch nochmal machen. Jetzt müssen wir nochmal von unserer Handynummer die letzten Ziffern eingeben und bekommen noch einen weiteren Code zugeschickt, den wir jetzt auch eingeben, um dann wirklich zu verifizieren, dass wir das auch wirklich hier sind. Genau, hier könnt ihr jetzt noch die Microsoft Advertising App runterladen, um den Anmeldeprozess dann zu vereinfachen. Wir überspringen das Ganze jetzt einmal und landen dann auch schon genau bei den Eingaben der Kontoinformation. Wenn wir bei diesem Schritt sind, können wir noch unseren Firmennamen oder den Firmennamen des Kunden angeben. Dann gehen wir weiter. Vorname und Nachname wurde von Olli schon eingegeben. Hier können wir nochmal unsere Telefonnummer eingeben. Dann könnt ihr noch auswählen, wie ihr das Konto nutzen wollt. Wir als Agentur verwenden immer das erste Kreuz, weil wir ja für unsere Kunden diese Werbung schalten. Und hier könnt ihr noch angeben, ob ihr dazu zustimmt, Werbeinformationen zu Bing zu erhalten, ob Bing euch per E-Mail oder telefonisch kontaktieren kann und ob ihr den Nutzungsbedingungen zustimmt. Das letzte Kreuz ist ein Pflichtkreuz und wir entscheiden uns, keine Werbung zu erhalten. Dann klicken wir auf Konto erstellen. Nachdem wir das Konto erstellt haben, haben wir die Möglichkeit, unsere Kampagnen aus dem Google Ads Konto zu importieren, falls ein Google Ads Konto schon existiert. Oder wir erstellen eine neue Kampagne oder wir können auch die Kampagnenerstellung komplett überspringen. Dafür klicken wir hier rechts auf Kampagnenerstellung überspringen. Anschließend können wir auch den Unternehmensstandort und die Steuerinformationen angeben. Hier können wir unsere Geschäftsadresse eingeben, die Postleitzahl und die Stadt und auch das Bundesland. Die Steuerinformationen überspringen wir, aber sie ist hier optional anzugeben und wir klicken auf Speichern. Genau, nachdem wir das angegeben haben, haben wir auch die Möglichkeit, direkt die Abrechnungsinformationen anzugeben. Es kann zwischen späterer Zahlung gewählt werden. Für spätere Zahlung ist es erstmal nur möglich. Nachdem ihr den Unternehmensstandort und die Steuerinformationen angegeben habt, habt ihr auch die Möglichkeit, hier direkt die Abrechnungsinformationen einzugeben. Falls ihr einen Gutscheincode habt, könnt ihr ihn hier eingeben und hier wählt ihr die Abrechnungsoption aus. Ihr habt die Möglichkeit, zwischen späterer Zahlung zu wählen, dann könntet ihr die Kreditkarte hier auswählen oder ihr wählt Vorauszahlung. Bei der Vorauszahlung gibt es vier Möglichkeiten. Entweder ihr gebt Kreditkarte an oder PayPal. Es ist auch möglich, das SEPA-Lastschriftverfahren auszuwählen oder ihr überweist regelmäßig Geld, falls das Guthaben aufgebraucht ist. Wir wählen erstmal die Überweisung. Nachdem ihr eine Abrechnungsoption ausgewählt habt, klickt ihr auf Erstellen.
Und jetzt seht ihr, sobald es geladen ist, das Microsoft Ads-Konto. Wir sind jetzt hier im Interface gelandet nach der Erstellung. Ihr seht hier oben auch direkt schon ein Dropdown-Menü. Wenn wir da einmal schauen und draufklicken, seht ihr direkt auch, dass wir hier zwei Konten sehen. Einmal das oben gelegene ist das Manager-Konto und darunter habt ihr dann euren Account. Ist so zu sehen, weil Microsoft selber heißt es immer Shell, das ist das Manager-Konto hier oben. Und ihr könnt unter diesem Manager-Konto natürlich auch verschiedenste Accounts anlegen, sodass ihr von hier oben natürlich alles steuern könnt. Der nächste wichtige Schritt in der ganzen Erstellung eines Microsoft Advertising-Kontos ist natürlich das Tracking, was ihr hier oben unter Tools und dann Abschlussverfolgung findet. Hier unter UET-Tag selber, wenn wir da einmal raufklicken, landet ihr direkt in der Erstellung des UET-Tags. Da könnt ihr hier auf den Button klicken. Das ist auch recht simpel. Hier würde ich immer dann URL der jeweiligen Webseite des Kunden, eure Webseite hinterlegen, sodass ihr das auch immer vernünftig zuordnen könnt, wenn irgendwie mal eine Fehlermeldung aufploppt, die ihr dann per E-Mail bekommt. Da geben wir jetzt einfach mal eine E-Mail-Adresse ein mit der Bezeichnung, dass ihr das auch alles immer zuordnen könnt. Dann klickt ihr auf Speichern, das war es eigentlich auch schon. Dann wird dem UET-Tag eine ID zugeordnet, die wichtig ist und ihr bekommt den JavaScript-Code, der auf eurer Webseite platziert werden muss. Hier unten seht ihr dann die Liste. Hier seht ihr dann genau einmal den UET-Tag, den wir angelegt haben, die Tag-ID, den Status der Nachverfolgung ist nicht überprüft, weil er noch nicht auf der Webseite platziert ist. Wem gehört der ganze Tag? In welchem Bereich wird er genutzt? Genau, Ziele sind auch keine hinterlegt. Zielgruppen sind keine hinterlegt. Genau, im nächsten Schritt müssen wir das Abschlussziel erstellen. Da könnt ihr hier auf den Button klicken, um am Ende natürlich nachzuverfolgen, was haben die Leute auf eurer Webseite gemacht? Haben sie wirklich was gekauft? Was haben sie gekauft? Für welchen Umsatz haben sie was gekauft? Und da habt ihr die Möglichkeit, hier zu tracken auf der Webseite. Wenn ihr einen Online-Shop habt, hat sich jemand eure App runtergeladen oder offline jemand was gekauft in eurem Ladenstore. Wir wählen jetzt hier mal die Webseite aus. Ihr habt einen Online-Shop als Beispiel und wählt dann die Kategorie aus. Ne? Da habt ihr eine Riesenliste an möglichen Kategorien zwischen Kaufen. Hat jemand was in den Einkaufswagen gepackt? Hat jemand den Bezahlvorgang begonnen? Sodass ihr wirklich viele verschiedene Schritte im ganzen Prozess auch tracken könnt. Wir wählen jetzt nur den letzten Schritt aus. Jemand hat auf eurer Webseite etwas gekauft. Hier habt ihr dann auch nochmal drei Möglichkeiten. Einmal die Ziel-URL, ein Ereignis zu verfolgen oder direkten Produktverkauf. Wir wählen jetzt einfach mal den ersten Schritt, hier die Ziel-URL. Also ihr habt wirklich eine eindeutige, finale Seite auf eurem Webshop. Da könnt ihr auch jetzt einen Namen auswählen, der euch beliebt. Wir wählen jetzt einfach mal Shopkauf im Online-Shop. Ihr habt die Ziel-URL, könnt ihr hier wählen. Da habt ihr auch Möglichkeiten, entspricht, beginnt mit, enthält. Ne? Wir haben jetzt eine Seite, da ist am Ende Success. In der URL, ihr könnt hier die Einnahmen auswählen. Jede Abschlussaktion hat denselben Wert. Das ist meistens so bei Leads, wenn ihr wirklich oder ein Abo habt, dass ihr wirklich immer eindeutig nur den einzelnen Wert habt. Im Online-Shop ist es ja meistens so, dass ihr unterschiedliche Produkte habt mit verschiedenen Werten. Da macht es Sinn, dann wirklich hier der Wert der Abschlussaktion kann variieren, auszuwählen. Falls mal nichts einläuft, ich wähle da immer gerne 0 aus oder damit nichts verfälscht wird. Und wir sind hier natürlich mit Euro unterwegs, das wählen wir auch noch aus. Im nächsten Schritt haben wir hier unten auch noch die Möglichkeit, erweiterte Einstellungen auszuführen. Da haben wir die Möglichkeit, dieses Abschlussziel jetzt zuzuordnen. Ne? Soll das Ganze für dieses eine Konto gelten oder soll das für alle Konten gelten? Wie wir vorhin schon erklärt haben, wir haben ein Manager-Konto angelegt, wo wir auch unterschiedliche Konten drunter führen können. Und genau, jetzt können wir hier auswählen, ob das nur für dieses eine Konto gelten soll oder soll das für alle unter diesem Manager-Konto laufen. Hier könnt ihr jetzt die Anzahl auswählen. Also wie sollen die Abschlüsse gezählt werden? Sollen alle Abschlüsse gezählt werden, wenn jemand auf die Anzeige geklickt wird oder nur eindeutig? Im Online-Shop macht es immer Sinn, alle zu wählen. Weil wenn jemand auf eure Anzeige klickt und irgendwie dreimal bei euch einkauft, dann sind es ja am Ende drei Käufe, die ihr getätigt habt. Und es sollten ja auch dann drei Abschlüsse sein. Wenn ihr irgendwas verkauft oder macht eine Newsletter-Anmeldung am Ende des Tages, die getrackt werden soll, dann macht es Sinn, wenn jemand sich dreimal für euren Newsletter anmeldet, dann macht es nicht Sinn, das dreimal zu tracken, sondern es ist eine Person, die immer den Newsletter erhält. Deswegen sollte man hier auf eindeutig wählen. Im nächsten
Bereich habt ihr die Möglichkeit, jetzt auch noch den das Fenster auszuwählen, in diesem welchem Bereich dieses der Abschluss oder der Abschlusszeitraum gelten soll. Ihr habt hier 30 Tage voreingestellt. Ihr könnt bis zu 90 Tagen wählen. Ist euch ganz selbst überlassen, wie ihr das einstellen wollt. Genau, hier geht es darum, wenn jemand auf eure Anzeige geklickt wird, wie viele Tage soll es diesem einen Klick zugeordnet werden? Also da wird ein Cookie auf der Cookie gedroppt und dann genau wird es zugeordnet am Ende diesem einzelnen Besucher eurer Webseite. Hier unter habt ihr auch noch die Möglichkeit, das lassen wir auch immer auf einem Tag, das könnt ihr bis zu 30 Tage einstellen. Das sind Einblendabschlüsse, also wenn ein User diese eine Anzeige von euch gesehen hat und dann am Ende bei euch im Shop kauft, aber nicht geklickt hat, also sprich, er geht zum Beispiel direkt auf eine Seite, geht über den organischen Bereich der Suchmaschine, dann wird es auch der jeweiligen Kampagne zugeordnet. Aber hier geht es natürlich hier unten auch noch darum, in Abschlüsse einschließen. Das machen wir hier mit dem ganzen Bereich. Die Einblendabschlüsse werden nie zugeordnet. Ne? Das wird immer in einem anderen Fenster, da kommen wir später nochmal zu, wird das aufgeschlüsselt. Aber es geht darum, soll dieser Abschluss, den wir jetzt hier eingerichtet haben, enthält, also wenn jemand diesen Kauf auf der Webseite abgeschlossen hat, soll das Ganze in Abschlüsse einbezogen werden. Das ist eine Spalte am Ende, wo ihr sehen könnt, okay, wie viele Abschlüsse hat diese eine Anzeige, die Kampagne generiert, ob das wirklich auch da drin abgebildet werden soll. Wenn ihr zum Beispiel Abschlüsse oder Abschlussziele anlegt, die nicht eingeschlossen werden sollen, dann könnt ihr diesen Haken kurz rausnehmen. Und dann wird es zum Beispiel auch nicht für automatisierte Gebotsstrategien verwendet, sodass ihr hier wirklich steuern könnt, was wirklich am Ende als Lead-Conversion-Abschluss getrackt werden soll. Wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt, einfach auf Weiterklicken. Dann wird euch nochmal erklärt, wie ihr das Ganze einrichten könnt, weil das Ganze muss am Ende nach dem UUT-Tag, den wir im ersten Schritt angelegt haben, ausgeführt werden auf der finalen Bestellseite. Und deswegen genau könnt ihr hier schauen, okay, ist ja schon installiert der UUT-Tag, ja, das haben wir zum Beispiel gemacht, dann könnt ihr auf Speichern und weiterklicken und dann bekommt ihr nur noch den Ereignis-Code hier angezeigt, den ihr dann auf der finalen Seite auch noch nach dem UUT-Tag dann hinterlegen sollt. Aber ihr bekommt hier auf der Webseite, wenn ihr hier seid, auch nochmal eine komplette Anleitung, die ihr euch durchlesen könnt, sodass ihr da auch nichts falsch machen könnt. Einfach auf Weiterklicken, fertig und damit ist auch das Abschlussziel hinterlegt. Und als letzter Schritt ist es noch wichtig, die UTM-Parameter zu erstellen. Microsoft hängt die UTM-Parameter an die URL der Angebotsseite, damit Tools der Drittanbieter tracken können, von wo Nutzer auf die Webseite gekommen sind. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Dafür müsst ihr auf Tools gehen und auf Einstellungen. Genau, und hier seht ihr bei den Einstellungen die automatische Kennzeichnung. Und damit wir das aktivieren können, klicken wir hier auf Kontoeinstellungen bearbeiten. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Auto-Tagging zu aktivieren und zwischen zwei Varianten zu wählen. Entweder ihr ersetzt alle vorhandenen Tags, die bereits in den URLs eurer Angebotsseite enthalten sind, oder ihr behält eure vorhandenen Tags bei und fügt nur fehlende Tags hinzu. Wir fügen jetzt einfach fehlende Tags hinzu und behalten die, die wir hatten, und klicken auf Speichern. Somit ist der letzte Schritt der Kontoerstellung abgeschlossen und ihr könnt mit dem Kampagnenaufbau beginnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch auch gerne die anderen Videos in unserer Videoreihe an, um noch mehr über das Microsoft Advertising Universum zu erfahren.